So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück beim FM und schön, dass du eingeschaltet hast, ne? Hier bei mir, beim Zotos. Wir spielen schon wieder gegen die Bayern. Das scheint uns so ein bisschen zu verfolgen hier die letzten Tage. Bevor es dann endlich losgeht mit der Bundesliga. Ja, S. Oliver hat ein paar Banden zu verkaufen. Moment, da müssen wir nochmal... Nein! Scheiße. Ups, das sagt man nicht. Scheibenkleister meine ich. Ja, das wäre jetzt natürlich Epic Fail. Ich hatte gedacht, wir können auch noch ein bisschen gucken. Bei dem ist wohl nicht so. So, wir spielen gegen die Bayern erneut. Ja, dann werden wir uns mal wieder ranhalten müssen, ne? Ich glaube, wir haben hier so gut wie alles schon gemacht. Wir können eigentlich im Prinzip direkt einsteigen mit dem Spiel. So, zweite Mannschaft sieht auch soweit ganz gut aus. Der Davis hat sich schon ganz schön entwickelt hier die ersten Wochen. Man hat hier schon 3 plus gemacht. So schön, er geht gut steil. Bei seinem aktuellen Trainingsziel auch schon. Ich denke, da sollte doch was machbar sein, ne? Ein Kritiker ist er halt, aber... Ja, das werden wir dann schon sehen, wie wir das hinkriegen. Er darf schon mit der ersten Mannschaft trainieren. Ich denke, der muss gefördert werden, der Junge. Ganz klar. So. Ja, Gian-Christophe Balbeck. Der wird uns auch noch Spaß machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wird auf jeden Fall später vielleicht mal eine ernsthafte Alternative zu Ilia werden, ne? So, Ersatzbank, Ikichi, boah, wen nehmen wir denn da mit? Ja, Rakitic, ne? Rakitic oder Ikichi. Es ist gehupt wie gesprungen, wenn du da mitnimmst. Einen machst du auf jeden Fall sauer. Und das ist halt das, was mich ein bisschen stört, ne? So, er verliert hier schon munter Punkte. Ey, mein Freund, deswegen haben wir dich aber nicht eingekauft. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, hoffen wir mal, dass wir da seine Form noch so ein bisschen steigern können, ne? Dann wird es auch schon ganz gut abgehen. Ja, gehen wir rein, ne? Ins 3D-Spiel wahrscheinlich, Supercup. Ja, können wir uns ruhig im 3D spielen können, ne? Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir im Ladebildschirm hier und wir können hier natürlich national schon mal so ein richtig gutes Statement abgeben, wenn wir die Bayern jetzt tatsächlich nochmal schlagen würden im internationalen Supercup. Das Supercup-Finale in Deutschland haben wir schon gewonnen. Ja, jetzt geht es darum, ne? Das Spiel mit internationalem Prestige zu gewinnen. Die Bayern mit unveränderter Aufstellung. Nee, Badstuber ist reingerutscht. Der war, glaube ich, letztes Mal nicht in der Startelf. Ja, bei uns sieht so alles so ein bisschen beim Alten aus. Mit dieser etwas, ja, verwirrten, verzwirbelten Taktik. Aber wir haben ja schon gesehen, das funktioniert ganz gut. Und never change a winning team. Vor allen Dingen, wenn es die Bayern geschlagen hat. Auch muss man dazu sagen, dass das Spiel gegen die Stuttgarter Kickers natürlich nicht so gut war. Ne? Da haben wir ein 3-1 gewonnen nachher am Ende. Ja, ich sag mal so, am Ende fragt da keiner nach. Ne? Aber da waren schon so einige Schwächen, wurden da doch noch offenbart. Ne? Gerade so das Offensivspiel sah da doch mitunter sehr unkreativ aus. Aber das ist auch ganz klar, das liegt an dem neuen Spielmacher. Das liegt an Jean-Gorg Krüf, der einfach noch nicht... die Spritzigkeit und auch noch nicht die Laufwege hier in Bremen kennt. Der muss sich hier reinfinden. Das wird alles ein bisschen Zeit dauern. Er kam ja auch im Laufe der Vorbereitung, konnte also nicht das Trainingslager mitmachen, wenn ich mich richtig entsinne. Von daher geben wir ihnen alle noch ein bisschen Zeit und gucken auf Pfosten, was er macht. Er hätte da schon fast das 1-0 wieder markiert. Mal sehen, ob es wieder so ein torreiches Spiel wird oder ob jetzt hier Bayern diesmal und aber auch Werder sagen, wir legen heute diesmal ein bisschen mehr Wert auf die Defensive. Aber so die ersten Aktionen sind schon wieder sehr vielversprechend. Kirchhoff übt seine Verteidigerposition sehr offensiv aus. Schöner Schuss hier nochmal vom Pfosten. Neuer wieder unten kann parieren. Bremen zum Beginn mal wieder sehr druckvoll. Guckt euch mal hier Kirchhoff an. Spielt wieder auf Pfosten. Könnt er schießen? Er schießt. Der Schuss wird allerdings im letzten Moment von Holger Badstuber geblockt. Und die Bayern kommen. Über Ribéry. Der kann damit Selassie machen, was er will. Könnte jetzt wahrscheinlich flanken. In der Mitte schleicht sich Gomez weg und macht das 1-0. Den habe ich schon gesehen, ja, dass er sich wegschleicht. Ja. Duplizität der Ereignisse. Auch im nationalen Europapark ging es ja so los. Wir werden uns erinnern. Ja, jetzt muss es heißen, nicht gegenhalten, ne? Ansonsten wirst du hier abgeschossen von den Bayern. Und das vom Auftakt gegen St. Pauli, das können wir uns nicht leisten. Und wollen wir uns vor allem auch nicht leisten. So Freistoß hier gegen uns gepfiffen. Aber wir müssen Gorkyf noch zum Freistoßschützen machen und so, ne? Das müssen wir nochmal einstellen.
Schiedsrichter sagt, das war fair gestoppt. Sehr, sehr riskantes Tackling. So, jetzt guck Pfosten, jawohl. Das war mal ein schöner Pass. Ne? Schäfer da weit weg von Arnautovic. Aber Arnautovic hat in der Mitte jetzt auch nicht unbedingt die Anspielstation. Der Ball prallt ab, Pfosten setzt nach und der Ball rollt und er rollt und er rollt ins Tor. Jelle Pfosten, gegen kein Team trifft er so gerne als gegen die Bayern. Da grätscht er rein, ne? Und dann Ping-Pong. Neuer war schon auf dem Weg und kann dann nicht mehr klären. Kurioses Tor. Aber nimm natürlich so mit, ne? Auch einem geschenkten Gaul gucken wir nicht ins Maul. Ja, ein Rechtsverteidiger, ne? Da wird uns vielleicht auch nochmal was Neues so demnächst. Oh, hier aber sehr, sehr hartes Tackling. Geht hier auch direkt gelb für Schweinsteiger, glaube ich. Den erkennst du noch, ne? Den haben sie noch ganz gut modelliert. Aber dass das Arnautovic ist, ne? Das musst du wirklich dazu schreiben. So, Freistoß, 23. Minute. Schöner Freistoß. Nicht schlecht hier. Wir ändern das nochmal ganz kurz in der Taktik, die Aufgaben. Da, 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 da. Spielt der Ekichi überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Nee, ne? Rafinha spielt, genau. So soll es auch sein. Ja, gerade im Mittelfeld. Na, den haben wir ja jetzt auch noch ganz vergessen, ne? Wo ich gerade hier bei meiner Einleitung war. Der Rafinha, der muss sich ja auch noch mit der Mannschaft finden. Ist auch relativ neu, war aber zum, hat aber die Vorbereitung schon mitgemacht. Deswegen habe ich ihn wahrscheinlich ein bisschen unterschlagen eben. Anders als Kokyf. Kokyf spielt hier momentan einen sehr soliden Stiefel. Ich habe jetzt hier noch keinen Fehlpass gesehen. Er verteilt die Bälle ganz gut auf Jelle. Der müsste noch mal ein bisschen gucken, dass er mit den Bällen dann vielleicht noch ein bisschen mehr anfangen könnte. Pfosten, starker Einsatz, wird aber zurückgepfiffen hier. Und jetzt fliegt er runter. Schweinsteiger muss gehen. Gelb-rote Karte hier nach 28 Minuten. Kopfschütteln von uns da draußen. Wir gucken noch mal hin, was war passiert. Ja, also wenn du gelb hast, dann darfst du nicht mit gestreckten Beinen so reingehen. Dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du hier gelb-rot siehst. Ja, mal sehen, wie die Bayern jetzt auf die Unterzahl reagieren. Es gibt ja Vereine, die können das. Die brauchen den Rückstand sogar. Schöner Schuss, Latte und Elia. 2-1 Werder, El Giro Elia. Nach Vorarbeit. Von Arnautovic. Schöner Lattenschuss hier und dann ist Elia einfach da, wo er hin muss. Ja, die Bayern, die kriegen hier doch nicht etwa neun Angstgegner. So, Rafinha gegen Rafinha hier. Das Duell im Mittelfeld. Und wie viel Platz hat denn bitte Müller? Gut, dass sie da noch einen Schritt nach vorne machen. Und ihn abseits stellen. Pfosten, klasse Ballannahme. Selassie in die Füße von Ribéry. Sokratis gegen Gomez. Rafinha kann den Ball hier auf Gokyf spielen. Mal sehen, was ihm einfällt. Er spielt einen langen Ball raus zu Arnautovic. Den kriegt er nicht. Die Idee war super. Der Pass war schlecht. Muss man auch mal so knallhart sagen. Aber wir wollen hier nicht auf hohem Niveau meckern. Ne? Wir führen hier gegen die Bayern. Das musst du erstmal hinkriegen. Bayern. Europäisch auch, ne? Das Maß aller Dinge hier. Die müssen ja die Champions League gewonnen haben. Ne? Sonst wären die ja hier nicht im Superpokalfinale. Also im Europa-Superpokalfinale. Elia gegen Martinez. Schön nochmal nachgesetzt von Elia, aber diesen Pass hätte er sich dann auch klemmen können. Macht quasi die Spieleröffnung für den Gegner. So, Gott, Kühl. Schöner Pass nochmal, Pfosten. Was macht er jetzt? Dreht sich um den Gegner herum, macht er gut. Kann schießen. Und Neuer. Der Neuer hält hier. Wieder Pfosten. Raus zu Elia mit Übersicht, ne? Aber in der Mitte ist nur Arnautovic. Was heißt denn hier nur? Oh. Ja, was heißt denn hier nur, ne? Da wäre es fast das 2-0 passiert. Bremen klar das bessere Team, auch von den Statistiken her.
Lass uns genauso weitermachen. Okay, ich hoffe hier nochmal motivieren. Ja, die kann er selber so machen, wie er will. Und dann geht's direkt weiter hier, ne? Bänder. Gorküf. Mit schönem Pass auf Idia. Schade, das wurde nichts. Ribéry. Na, Nautovic da ein bisschen zu rustikal. Zieht den Freistoß für den Gegner. Und das können die mitunter auch sehr gut, ne? Militz ist aber da. Klärt den Ball erstmal zeigen aus. Einwurf, ne? Von Boateng. Der Befei zu Müller. Was macht Müller jetzt? In der Strafraumeck. Ja, hat die Ruhe weg. Aber der Pass war natürlich schlecht. Komm, ist gegen Bender. Bender bleibt hier Sieger. Dann der Laufpass hier zu Fossen. Der muss es erstmal alleine machen. Aber unten kommt dann Nautovic wird. Ich bin gespannt, ob er nochmal spielt oder ob er es alleine macht. Der macht es alleine. Aber da muss ich noch machen. Sehr egoistisch hier. Der Passweg aber auch leicht zugestellt. Das wollen wir vielleicht nochmal zu seiner Verteidigung sagen. Oh, was macht Arnautovic jetzt? Hebe! Was für ein Heber, Elia! Das 3:1 für Werder. Traumflanke von Arnautovic und Elia dann. Mit dem 3:1. Ja, da kannst du auch mal hüpfen. Ist das der nächste Titel? Das ist die große Frage, ne? So, ihn lassen wir mal durchspielen. Bringen wir mal Igichi. Vielleicht ein bisschen Iggy noch bringen. Ja, und komm, bringen wir Prödel auch noch. Da haben wir ein bisschen gewechselt. Das muss ja auch mal sein, ne? So, bin gespannt, wie Bayern jetzt reagiert. Werden sie nochmal alles nach vorne werfen? Was werden sie tun? Ja, und spielt hier natürlich die rote Karte mit rein. Aber wir waren auch schon vor der roten Karte, waren wir besser. Bayern bis jetzt nur mit einer Chance hier die zweite. Aber ich möchte die Bayern auch noch nicht abschreiben, ne? Das mache ich erst, wenn der Deckel drauf ist. Selassie Gorküf. Arnautovic. Hat er noch eine Geistesidee? Schöner Pass wieder da. Schade. Tick zu weit. Wahnsinn, was der Arnautovic hier heute auch spielt. Wir werden vielleicht noch so eine Idee anpassen in der Taktik nachher. Forsten an der Abseitsgrenze. Ich weiß nicht, ob das Tor gezählt hätte, wenn er ihn bekommen hätte. Jetzt erstmal Traumpass auf Müller. Müller eilt davon. Forsten und Kirchhoff kann klären. Nochmal Gomez ja. Mit vereinten Kräften. Gorküv raus zu Elia. Schöner Pass. Elia mit dem Steilpass. Versuch auf Fossen. Ah, der kommt nicht an. So, Rafinha gegen Rafinha. Arnautovic. No, Schäfer, ne, der stellt ihn da. Wenn er ihn denn stellen kann, geht's meist für Elia aus. Für Schäfer aus. So, jetzt gibt's Eckball nochmal. Nochmal groß hier. Lang ist nicht mehr, ne? 20 Minuten noch. Dann sollte hier die Geschichte durch sein. Boateng nochmal. Abseits. Schön rausgerückt da alle. Da steht er noch guten Meter drin. Der Holger Badstuber. So muss man sich keine Sorgen machen. Küfe in der Mitte gegen 4 Rote. Wo war denn da bitte das Bremer Mittelfeld? Und Groß hier an allen vorbei, aber der Schuss. Ha. Den Schuss hat er dann völlig verzogen. Über Bayern kommt nochmal Luis Gustavo. Weiß nicht, ob er die Innenverteidigerposition 1:1 übernimmt.
Sieht aber aus, als würde Bayern auf eine Dreierkette umstellen. Wobei... Ja, ne, so Dreierkette vielleicht mit Vorstopper. Schwierig zu sagen hier. Boah, starker Einsatz hier wieder von Arnautovic. Wenn er jetzt nochmal so einen Traumpass schiebt, na, der war nichts. Ikichi fängt ab. Elia könnte jetzt gehen, ne? Kirchhoff gegen Müller gibt es den Freistoß hier für die Bayern und gelb für Kirchhoff. Sehe ich, fand ich jetzt nicht so dramatisch. Aber gut. Hat für ihn überhaupt keine Konsequenzen. Ich glaube, dass man hier beim Vergehen auch nicht für die Champions League oder so gesperrt ist. Die Champions League-Auslosung war die eigentlich schon? Nee, ne? Ja, Gorkyev auch ein bisschen mit nach hinten arbeiten. Wird auch verlangt. Unter anderem aber auch, dass die Pässe mal ankommen. Mit Hand haben wir auch immer noch einen draußen sitzen, der das auch mal locker leicht übernehmen kann. Ignowski. Weiter passt hier zu Arnautovic, der kommt aber nicht an, ist zu weit. Ryan Robben kommt für Toni Kroos. Ist nochmal ein Tick offensiver wieder. Bayern sind übrigens die blauen Punkte auf der Karte, jetzt ahne ich das erst. Ja, das heißt Bayern mit einer Dreierkette. Bender, starker Einsatz. Gomez gegen Prödel kommt vorbei, aber mit vereinten Kräften können sie klären. Selassie mit dem Pass zu Elia. Das bringt Zeit und ich denke, wir können uns hier schon mal sicher sein, das Spiel wird gewonnen. Jetzt wird er gefoult hier. Gibt keinen Foul. Okay. Gibt nicht den Elfer. Das war ein ganz klarer Elfer. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen drüber. Ja doch, der Schiri hat leider eine andere Meinung gehabt. Aber egal. Steht ja eh 3-1, ne? Wir müssen die Bayern hier auch nicht demontieren. Aber vielleicht jetzt nochmal. Gustavo kann den Körper noch dazwischen stellen. 3 Minuten gibt es nochmal oben drauf, aber ich denke nicht, dass da noch was passiert. Arnautovic. Schön dazwischen gesprintet. Ne, Spiel ist aus. Bremen gewinnt 3-1 gegen die Bayern. Ja, das läuft. Das läuft richtig gut hier diesmal zu Saisonbeginn. Zumindest gegen die Bayern. Ja, Bundesliga, ne, könnten wir nochmal im Textmodus mit dranhängen. 2,5 Millionen für Tribull. Glückwunsch Telegram mal wieder. Was die uns nicht alle schicken, ne? Ja, Mann, Krillo, den Kapitän der zweiten Mannschaft. Schon 1,9 Millionen wert. Was haben wir eigentlich so an Laien noch draußen alles? Ja, der ist auch neu, ne? Gehaltsübernahme 0%, das heißt, wir bezahlen den schon komplett. Ist nicht wahr. Aber hier, guckt euch mal das Talent an, ne? 5 Sterne. Kam für 2,6 Millionen nach Bremen. Mal sehen, ob er das Geld wieder reinspielt, ne? Ich hoffe, die gehen alle noch ein bisschen steil in ihren Verein. So, Vadillo, der spielt auch, das ist gut. Und Hartherz natürlich auch am Spielen in Bochum. Ja, gehen wir erstmal weiter, ne? Hier, guckt euch mal die Fans an. Hier, den nächsten Titel gewonnen und die Fans interessieren sich mal direkt dafür, ne? Interessiert die nicht. Forderungen stellen, ne? Da bleiben wir eisern. Gewinner der Vorbereitung, Werder Bremen. So, Gomez ist wieder angeschlagen, können wir in die zweite Mannschaft gehen. Und können wir dem mal sagen, Aufstellung? Die erste Mannschaft. So, so sollt ihr spielen, meine lieben Freunde.
Und nicht anders, ne? Kapisch. So, die beste Mannschaft ist Werder. Das gibt's ja gar nicht. Höchster Marktwert Bayern. Negativste Transferbilanz hier, ne? Werder, teuerster Transfer, ne? Heumann Sun fast 30 Millionen und wir kaufen einen Gorky für 16,5 Millionen. Der HSV holt Hermann. Ja, krass. So, sortieren wir mal nach Stärke. Komm, wir hauen uns mal auf die 1, ne? Wir hauen uns mal auf die 1. Wir gehen hier die Saison offensiv ran. Nur die Fans, die können uns überhaupt nicht leiden. Keine Ahnung, was da los ist. Bundesliga-Auftakt mit dem Auswärtsspiel. So, erstmal müssen wir noch ein bisschen lesen. Hier, Kaufangebot. Ja, komm, verhandeln tun wir. Teamdynamik, ein bisschen sprechen, ne? Sprechen ist wichtig. Mielitz hier in Hochform, ne? Na, so. Rafinha. Was hat der denn für Ziele, ey? Hier, du hast gut trainiert, das ist gut. Ihm müssen wir mal Moral einprägen, ne? Dass der ein bisschen besser abgeht hier. Auch du, ne? Hast gut trainiert. Ist auch in Hochform, sehr schön. Jelle trainiert sensationell natürlich. Was für ein Saisonstart. Kirchhoff sagen wir erstmal nichts. Super letztes Spiel. Ja, Selassie, da muss ein bisschen mehr kommen, ne? Ich bin Training alles, Marco. Gehen wir mal kurz in die zweite Mannschaft. Haben wir da noch einen Rechtsverteidiger? Ah, Schmudde hätten wir da noch. Das ist aber auch nicht so das Wahre vom Ei, ne? Ich hätte schon Lust, ihn in die erste zu holen. Na gut, lassen wir ihn noch ein bisschen in der zweiten. Es wird ihm wahrscheinlich auch nicht schlecht tun. Gehen wir mal rein ins Spiel hier. Textmodus gegen Pauli. Wer ist ein Heimspiel? Wir wissen nochmal. Aber das erste Heimspiel kommt ja auch demnächst. Ja, ne, heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Gegen die müssen wir auch, ne, gut spielen. Ja, wir sind fit, in guter Form. Alles andere wird sich zeigen. Ne, das ist blöd. Ich bin mir noch nicht so ganz klar, wo im Vergleich zu einer anderen Mannschaft stehen. Ist auch blöd. Wir wollen gewinnen. Das ist klar, 3 Punkte zum Start wäre eine tolle Sache. Dann können wir gut, das ist schon mal nicht gut. Meine Spieler brennen. Ja, das ist, das brauche ich gar nicht weiterlesen, ne? Selbstvertrauen plus 1. Fanbeliebtheit plus 3. Sehr schön. Bitte, bitte. So, gehen wir ganz kurz in die Einstellung. Wir machen das wieder auf Mittel. Dann haben wir auch alle Spaß hier am Textmodus, ne? Und Pauli hier mit der ersten Chance. Wir wollen hier noch nicht ermahnen, ne? Im Moment sind wir Tabellen 18. da übrigens. Nur mal so fürs Hinterköpfchen. Und Schmitz gönnt sich hier schon mal gleich in der Anfangsphase eine gelbe Karte. Was tendenziell keine gute Idee ist, sag ich mal. Da sollte schon ein bisschen mehr kommen. Bremer sind nur mit Abwehr. Wollen wir mal ein bisschen hier in den Angriff gehen, ne? So, da kommt es auch gleich, die erste Chance. Rafinha setzt sich gegen Bungert durch, spielt steil zu Jelle, doch Muriel hat aufgepasst. Schade. Tja, Bremer hier überhaupt noch nicht auf dem Platz, ne? Da ist nur die Hamburger. Was ist denn da los? Sollen wir die Spieler schon mal aufwärmen schicken hier? Komm, schicken wir die Spieler aufwärmen, ne? Und schreiben wir nochmal hier, das geht so nicht. Und da ist das Tor. Ja, sehr schön. Geht doch. Rafinha mit dem ersten Tor. Erstes Tor auch in der Liga. Sehr schön. Da hat es gescheppert, ne? Sololauf von Rafinha durch die Hamburger Abwehr. Gumm, kann zunächst klären. Doch der Ball kommt wieder zu Rafinha, der nicht lange fackelt und zum 0:1 trifft. 2 Chancen, ein Tor. Das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung. Ja, sehr hundertprozentig. So, Rafinha, der macht da richtig Dampf, ne? Der ist hellwach. Nächste Möglichkeit, 31. kommen. Oh. Sam Bender, schön auch vorbereitet hier auf El Giro, der kann es nicht machen. Und da ist das 2:0. Sokrates mit dem 0:2 nach einer Ecke von Schmitz.
Aus 6 Metern trifft der Ex-Bremer Kapitän. Und jetzt ist er auch wieder Bremer Kapitän. Zum 0:2. Er war natürlich wahrscheinlich nicht sehr begeistert über das, darüber, dass er verliehen wurde. Aber jetzt ist er ja wieder da. Und kann den Bremern helfen. Sie haben uns hier schon wieder im Auge. Wir müssen wieder ein bisschen den Gang runterschalten an der Linie. Ansonsten haben wir da bald ein Problem wieder. Aber das Spiel läuft jetzt auch für Werder. Jelle Pfosten verliert gegen Muriel das Duell. Und Bungert holt sich auch noch eine Karte wegen Haltens. 40 Minuten rum hier. Gleich Halbzeit in Hamburg. Bremen macht jetzt alles souverän. Was man auch von ihnen erwartet. Riesenchance hier und die Entscheidung nehme ich mal, denke ich mal. 3:0 noch vor der Pause. Jelle Pfosten nach Vorlage von Marco Arnautovic. Rafinha befördert den Ball per Kopf zur Mittellinie, wo Arnautovic der Jelle Pfosten steil in den 16er schickt. Sehr, sehr schön. Rafinha hier mit Top-Spiel, ne? Der ist ja überall dran beteiligt. Ja, da können wir jetzt mal ordentlich loben hier in der Pause. Allerdings würde ich gerne Iggy bringen. Ja, hier nehmen wir ruhig noch den Ansprachepunkt mit. Das wird schon nicht mehr schief gehen. So, jetzt gucken wir mal, wen können wir loben? Hier können wir loben. Rafinha können wir loben. Ihn können wir loben. Ja, hier müssen wir ein bisschen kritisieren, ne? Motivieren, dann ist das auch Geschichte. Und jetzt hier, komm, lass den Assistent das machen. Ja, Stimmung ist einfach großartig bei uns. Das freut mich. Wir haben uns auch so ein bisschen beruhigt, ne? So, hier Kontrolle übernehmen. Ganz klar. Ja, 60:40 Ballbesitz, ne? Das Team haben wir jetzt auch spielerisch, denke ich mal, gut im Sack. Erste Pfiffe sind zu hören. Ja, was für ein Start in die neue Saison, ne? Da gehst du volle Erwartungen rein, aber da kommt auch gleich hier mit Werder Bremen eine Riesenhausnummer da zu den Paulianern. So, hier schicken wir mal die Spieler kollektiv nochmal aufwärmen. So, jetzt noch mal Chance für Pauli. Ja, nicht, dass wir hier nochmal nachlässig werden. Das mag ich nämlich überhaupt nicht haben. So, wen bringen wir denn? Den Hand oder den Ikichi, ne? Das ist jetzt die Frage. Ja, bringen wir ruhig den Ikichi, ne? Ja, komm, Ikichi für Rafinha, der ein tolles Spiel gemacht hat, gibt's hier auch Applaus von mir. Klasse Spiel. Und dann würde ich den Hand ganz gerne nochmal reinschmeißen. Für den Gorkyf. Ja, Gorkyf, ne, war am Keimtor beteiligt, insgesamt so ein bisschen, ja, würde ich sagen, negativ aufgefallen, aber auch nicht, er ist weder positiv noch negativ aufgefallen, ich denke, so können wir es ganz gut sagen. Oh, wir haben uns verwechselt. Naja, egal. Das war natürlich jetzt richtig blöd von mir. Ja, das war richtig bescheuert. Schade. Oh, oh. Wie sieht es denn aus mit der Statistik? Boah, das müsste laufen, ne? Es gibt nochmal Eckball hier. Kein Problem für Muriel. Wir wollten hier ein bisschen den Gorkyf noch die Standards machen lassen. Das machen wir mal gleich hier nach dem Spiel noch. Wieder Eckball für Werder. Die drückten jetzt hier nochmal. Bisschen für die Galerie natürlich. Sagen wir mal ruhig, ne? Ruhig. 3:0 reicht uns, aber Bremen reicht's nicht. 4:0 durch die Elle wieder. Diesmal ohne Vorlage. Sehr, sehr schön. Ja, die Würfel sind gefallen, das ist klar. Das war mir aber vorher schon klar. Könnte doch nochmal Gorkyf treffen oder so. Das wäre doch nochmal schön sonst. Man hat mich bereits im Auge. So, so. Ja, ihr guckt euch mal die Ballbesitz, ne? Schwierige Entscheidung in Hamburg. Was denn da los? Gorkyf gelingt aus dem Gewühl ein Tor auch. Doch das Spiel beschwert sich massiv wegen einem Foulspiel an Gumm. Schiedsrichter hat nichts gesehen. Nach Befragung des Assistenten fragt er ihn selbst. Ja, bedankt sich. Zeigt zur Mittellinie. 5:0 durch Gorkyf. Da haben wir doch unser Tor, was wir wollten.
Ja, war wohl nicht ganz astrein, ne? Aber man wurde befragt, Treffer gilt. Musste ich auch nicht beschweren dann. Ich glaube, die Fehlerkette, ne, die ging schon viel früher los. Witzig, ja, sehr witzig bestimmt für die Spieler von Pauli. Lattenschuss hier nochmal. Also die Bremer, die lassen auch nicht nach, ne? Arnautovic hämmert das Ding nochmal an die Latte. Gorküf läuft mit Ball Richtung Strafraum, findet zunächst keine Ahnung, ist doch dann überrascht. Aus dem Nichts spielt Gorküf einen wunderschönen Heber. Aus dem Fuß lenkt auf Arnautovic. Ja, so, das wollen wir sehen hier von Gorküf. Sehr, sehr schön. Schade, hätte ein Tor verdient gehabt natürlich. Gumut hier auch nochmal eine Karte. Sind sie komplett, müssen sie aufpassen, dass nicht nur einer runterfliegt, ne? Das wäre natürlich jetzt auch überflüssig. Gorküf hebt den Abwehr wieder mit dem Lupfer aus. Aus 7 Meter steht der Abseits wird zurückgepfiffen. Schade. Ja, Gorküf hier noch auf eine 2 gehoben. So muss es sein. Nächste Chance wäre der 85. Riesenchance. Ja, Bremen hat kein Mitleid. Nochmal Eckball, 85. Minute. Was geht denn von der Ecke nochmal? Die kommt auch schon wieder gefährlich, ne? Arnautovic. Klinge geht dem Ball entgegen, erreicht ihn vor Jelle. Ja, und so ist die Ecke nochmal geklärt hier. So, Schiri hat ein Einsehen, keine lange Nachspielzeit hier. 60 Sekunden gibt es oben drauf und dann ist Schluss hier. Schluss in Hamburg. Da wird jetzt wieder auf den unrealistischen FM geschimpft, aber keiner sieht, wie schlecht die Leistung des FC St. Paulis heute wirklich war. Ja. Die haben wirklich zu Recht verloren. Ja, so ist es auch. Ne? Statistikzentrale, guck mal rauf. Nee, unsere wollte ich haben. Statistik. So, was haben wir denn hier? Ne? 63, 13 kleine Chancen. Ja, guck mal, dagegen stehen 5 kleine Chancen von Pauli. Ne? Da musst du dich nicht wundern, wenn du so auf die Nase kriegst. Sehr, sehr schön. Ja, als Tabellenführer, ne, da lachst du natürlich, da lacht dir die Sonne aus dem Hintern. Okay, müssen wir gleich hochgehen. Oh, das war knapp. Nein, ich will den nicht verkaufen. Könnt ihr behalten hier. Ja, 2,5 Millionen, ne, dann können wir drüber reden. So, ob uns noch ein Spieler angeboten wird, ne, wir haben ja auch noch knapp 11 Millionen Transferbudget, aber das werden wir vielleicht nochmal in die Winterpause mit rübernehmen. Ja, meint ihr, wenn ihr jetzt runtergeht mit dem Preis, dass ich euch denn entgegenkomme? Ich glaube nicht. So, da haben wir auch mal einen Wechsel. Evans von United Wechsel zum FC Valencia. Etienne verstärkt sich hier auch nochmal. Ah, viel ist nicht los, ne, hier. Auf der offiziellen Website. Ist auch schon wieder ein elendig langer Part, ne. Es ist ja zum Mäusemelken. Andere bringen in der Zeit 3 Parts raus. Ich hau das hier alles in ein Part. Haut mir die Views kaputt. Aber egal. Ich habe einfach so viel Spaß am Spielen. Ich habe jetzt hier keine Lust, ewig rumzucutten. Und ich hoffe, ihr könnt das ab, so viel zu gucken dann auf einmal. Es hat eine lange Folge. Dann nehmt ihr euch eine Tüte Chips und setzt euch hin. Legt euch aufs Bett, in die Badewanne, wo auch immer ihr seid. Und dann guckt ihr hier in aller Ruhe, ne? So läuft's. So, Fußballer des Monats. Wer wird's? Lamberts, okay. Der alte Mann. So, Rafinha zieht sein erstes Tor. Stimmung verbessert. Hier auch Stimmung verbessert. Reserve. Oh, nur ein Unentschieden. Was war denn da los? Tja, passiert, ne? Blitz fühlt sich stark unterbezahlt. Ja, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir ran, ne? Das machen wir beim nächsten Part, würde ich sagen. Wir gehen hier nochmal einen Tag weiter und dann gucken wir, was wir da machen können. Und ich hoffe, bis dahin bleibt ihr mir treu und schaltet beim nächsten Mal auch wieder mit ein, ne? Bis dahin, alles Gute, alles Liebe, euer Zotos. Tschüss.